Hallo meine Lieben. So, ich habe Post bekommen von der lieben Sabine. Ich habe bei einer Facebook-Tauschgruppe ein paar Pocketletter von ihr gesehen, die sie zum Tausch angeboten hatte. Und ja, habe mir da einen von ausgesucht. Und es ist jetzt angekommen. Ja, ich glaube, ihr werdet überrascht sein, was ich mir da fein ausgesucht habe. Aber gut, schauen wir mal rein. Sag's mal so, er ist von der Farbe eher nicht so passend zu mir. Also, ach, seht ihr gleich selbst. Nein, ich mach wieder hier alles kaputt. Oh ja, da ist er schon. Ja, den zeige ich euch direkt mal, wenn ich ihn rausbekomme. Oh mein Gott. Oh. Moment. So, dann klebt das gleich nicht da dran. Ganz vorsichtig. Moment, ich mache das mal hinter der Kamera. So, zeige ihn euch jetzt. Ist auch alles heile. Ja. Achtung. Hi, das ist so cool. Tada! Oh, ich finde den so cool. Ui. Ist das gegossen? Das Eisenteil oder? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe diesen Pocket Letter gesehen, dachte mir, boah, das ist ja cool. Monster sind da drauf. Zuerst dachte ich, ja, schade, dass der nicht in dunklen Farben ist. Und dann dachte ich, aber irgendwie ist er ja doch schon besonders. Und ja, dann habe ich mich dann doch für diesen Pocket Letter entschieden und habe sie dann gefragt, ob der noch frei ist. Ja, jetzt ist er da. Sieht so cool aus. Wie so eine Blume. Ist aber, glaube ich, nicht die vom Action, oder? Ich meine, die sehen ein bisschen anders aus. Ich kann mich auch täuschen. Also, das ist schon. Die ist echt cool. Ist auch noch so ein kleiner Totenkopf. Voll niedlich. Ach, das sind doch die vom Action. Diese Resinblumen. Sind die Teile jetzt gegossen? Ich weiß es echt nicht. Hier sind auch noch Bling-Bling-Steine. Ja, also wenn jetzt so ein Pocket Letter ja so außergewöhnlich ist, dass es auch irgendwie passt und so, dann gibt es dann schon Sachen, die mir dann doch irgendwie gefallen. Auch wenn das alles dann auf einmal irgendwie, ne, so rosa ist und so. Es kommt halt immer drauf an, ne? Ja, finde ich auf jeden Fall schön, dass der noch frei war, dass ich ihn haben darf. Da freue ich mich sehr. Wird nur spannend, das einzuheften, weil ich hefte die ja eigentlich immer ab. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, ich freue mich. Dann gucken wir mal, was hier noch drinne ist. Ich ziehe einfach mal was raus. Ich wollte nicht alles rausziehen. Och, was ist das denn? Handmaids. Das ist ja cool. Habe ich auch noch nie gesehen.
süße Bärchi. Der ist ja niedlich. Ich mache mal daraus ein Pocket Letter. Mal schauen. Oh, das ist eher so Geburtstagsthema, sehe ich gerade, weil da steht Best Wishes to you, Best Present for you, ja, Happy Birthday. Ja, mal schauen, was ich damit anstelle. Von wo ist denn das her? Keine Ahnung. So, ich ziehe mal weiter raus. Ach, da haben wir hier For-Me-Stickers. Die sind so ähnlich wie so welche von Teddy, glaube ich. Ich meine schon, dass die so ähnlich sind. Oh, das Blau ist schon wieder so toll. Oh. Ja, ich bin ja mal mehr für Blau, statt für so Rosa. Dann... Uiuiui. Habiku. Okay, hier haben wir noch so, ne, so Steinchen, bling bling Steinchen. Die sind ja auch cool. Die schimmern so grün, blau, rosa. So verschiedenen Farben. Sehr cool. Oh, was ist denn das? Vom Shutterstock.com. Okay. Das sind ist wie so Bilderrahmen, ne? Cool. Da kommen schon ein paar Ideen im Kopf. Echt cool. Habe ich auch noch nie gesehen. Wo gibt es sowas? Das ist ja echt sehr interessant. Ach, hier haben wir nochmal so einen Bogen. Meine Güte, da hast du mir aber echt ein bisschen viel eingepackt. Oh. Moment mal, ich sehe da eine Post. Die fische ich mir mal kurz raus. Ich mache mal kurz auf Pause. So, ich habe mal die Post gelesen. Ja, vielen lieben Dank für die schöne Post. Da habe ich ja noch einiges über dich erfahren. Finde ich sehr interessant. Ja, da muss ich wohl auch noch einen Brief schreiben. Obwohl, von mir gibt es nicht ganz so viel Interessantes zu erzählen. Deswegen schreibe ich so selten etwas über mich. Ja, aber gut, mal schauen. Aber vielen lieben Dank für die schöne Post. Und ja, auf jeden Fall, also sie macht wirklich tolle Pocket Letter und wirklich auch immer verschiedene. Und ja, das ist schon wirklich, das ist schon echt cool. Also ich habe da schon Werke gesehen, die waren natürlich dann auch schon vergeben, ne, wo ich dachte, boah. Die hatte auch mal so einen Pocket Letter in so einem asiatischen Stil gemacht, den fand ich richtig cool. Da war, glaube ich, auch so eine Geisha drauf und so. Fand ich echt cool. So, ich hole mal hier weiter raus. Da haben... Uch. Ui, was ist denn das? Das Chipboard-Sticker oder sowas in der Art? Nee, das sind so... Quatsch, was rede ich denn da? Das sind so Stanzteile. Mit so ausgefallenen Mädels. Sowas mag ich immer sehr gerne, so ausgefallene Mädels. Finde ich echt cool. Und die hat hier so Stern, Mond, Stern am Auge. Oh, wie cool. Sowas mag ich gerne. Also, ne, solche ausgefallene Mädels, die so leicht gruselig aussehen. Oder auch sehr gruselig aussehen.
Sowas finde ich echt cool. Oh, danke schön. Die sind ja toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, hier haben wir noch das Papier. Solches mag ich auch sehr gerne, so schlichtes. Oh, gelb. Das trifft sich gut. Man hat so wenig irgendwie mit gelb und so. Ja, solche Farben, also gelb, orange, grün. Das gibt es ja immer nicht so oft. So, da sind wir durch. Boah, das ist sehr dick, das Papier. Schön. Sehr, sehr schön. So, und dann haben wir noch ein Teil. Was ist denn das? Baby Boy Stickers. Ach so, das ist. Ah, ich verstehe. Nur wenn man Jungen bekommen hat. Sind das Sticker oder eher Ausstanzungen? Ach, steht doch da. Sticker. Ja, ist ein Sticker. So. Sind ja echt süße Teilchen. Manche muss man ja nicht unbedingt für dieses Thema benutzen, weil ich wüsste jetzt nicht, ja, bei wem das passen könnte, weil ich habe jetzt keine Bekannten, Verwandte, wie auch immer, Freunde, mich, wo ich jetzt wüsste, dass die, ne? Ich rede wieder ein Quatsch. Ich werde es mir auf jeden Fall aufbewahren. Man weiß ja nie, wann man sowas mal gebrauchen kann. Oder wenn jemand mal von euch schwanger sein sollte und einen Jungen bekommt, sagt mir Bescheid. Oh Gott, ich bin so. Naja. Es ist nur lieb gemeint. Ne? Ich selber möchte momentan. Kein Kind. Ja, schön, dass wir auch mal darüber gesprochen haben. Oh mein Gott. Ja. So. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über den schönen Pocket Letter und sehr, ja, außergewöhnliche Goodies. Also, da habe ich noch gar nichts von irgendwie irgendwo mal gesehen. Wirklich sehr interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Video hier schaust. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schaut. Ich hoffe es. Ja, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall, dass ich diesen Pocket Letter haben darf. Und ja, ich hoffe, man tauscht vielleicht nochmal. ja, meins geht natürlich dann auch bald raus. Ich denke am Montag. Ja, ich weiß nicht, wann ich dieses Video hier hochladen werde. Dann ist wahrscheinlich vielleicht schon Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung. Ja. So, das war's nur von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.